What the f***? Ja, so heißt sie, unsere neue Serie über Future-Optionen. Mein Name ist Jens Rawe. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Und nachdem wir uns in der letzten Folge, in der Folge 1 dieser neuen Serie ja schon mal mit den Verfallstagen, klassischen Verfallstagen von relativ einfachen Optionen beschäftigt haben, ne? Also ihr erinnert euch, wir haben uns über Crude Oil unterhalten und wir haben uns über den S&P unterhalten, machen wir es heute mal ein bisschen komplizierter, denn heute schauen wir uns mal an, wie das in einem Getreide ist. Und da werdet ihr sehen, da wird es nämlich schon ein bisschen komplizierter. So, beim letzten Video hat einer in die Kommentare geschrieben, also 4 Verfallstage im Jahr, 12 Verfallstage im Jahr, man kann es doch so einfach machen. Ja, so einfach kann man es machen, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn heute in diesem Video werdet ihr sehen, dass es durchaus etwas anspruchsvoller sein darf. Und warum das so ist, klären wir am Ende. Ich will euch heute mal mitnehmen zu den Getreiden. Und zwar habe ich mir einfach mal Weizen herausgesucht. Der sogenannte Winterweizen, der also in Großteilen der USA angebaut wird. Natürlich auch bei uns. Also das heißt, wenn ihr im Frühsommer über die Lande fahrt und ihr seht irgendwo Weizen, dann ist das dieser sogenannte Winterweizen. Und bei diesem Winterweizen, da ist es schon ein bisschen anders als jetzt bei den anderen Futures oder überhaupt bei den Getreiden ist es ein bisschen anders als beispielsweise jetzt bei Öl oder bei Währungen oder beim S&P. Denn hier gibt es jetzt 5 Futures im Jahr. Ne? Also es gibt 5 gehandelte Futures und zwar sind das ganz konkret und ich blende euch dazu auch hier mal einen Chart ein. Und zwar sind das da die, ist das der März-Future, der Mai-Future, der Juli, der September und der Dezember. Und ihr seht hier in diesem Bild, dass eben diese Verfallstage 5 Stück im Jahr. So, jetzt haben wir also diese 5 Futures. Jetzt gibt es aber auch hier beim Weizen 12 Optionsverfallstage. Die seht ihr jetzt hier in diesem Chart. Ne? Und da seht ihr jetzt hier, aha, es gibt also in jedem Monat gibt es auch einen Verfallstag für die Weizenoptionen, also Januar, Februar und so weiter bis in den Dezember hinein. Und wenn wir jetzt schon mal ganz grob überlegen, wir haben 5 Futures, wir haben aber 12 Verfallstage, 12 durch 5, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Ne? Das heißt, irgendeiner muss also mehr haben als ein anderer. Ne? Und wie das ist, das seht ihr ganz konkret hier jetzt in diesem dritten Chart. Und zwar seht ihr nämlich hier, dass sowohl der März-Future als auch der Dezember-Future, dass die jeweils 3 Optionsverfallstage haben. Ne? Also Januar, Februar, März beziehen sich auf den, oder beziehungsweise die Verfallstage im Dezember, Januar, Februar beziehen sich auf den März-Future und die 3 vor dem Dezember liegen, die beziehen sich auf den Dezember-Future. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum ist denn das so? Wieso haben denn jetzt ausgerechnet diese beiden Monate, also der März und der Dezember, warum haben die denn jetzt beide 3 Verfallstage in den Optionen, wohingegen die anderen 3 Future jeweils nur 2 haben? Ja, und der Grund ist der, wenn wir es mal umdrehen und sagen nicht März, Dezember, sondern Dezember, März, fällt uns vielleicht auf, dass das was mit dem Erntejahr zu tun haben könnte. Und zwar ist es so, dass natürlich Weizen ein, oder das im Gegensatz zum Beispiel zum S&P oder zu Öl, da gibt es ja kein Erntejahr oder eine bestimmte Saisonalität. Die gibt es aber eben bei Getreiden sehr, sehr wohl. Und beispielsweise geht das Erntejahr von diesem sogenannten Winterweizen von Juni bis Mai. Das heißt also, wir haben eine Zeit im Jahr, wo das Ganze geerntet wird. Wir haben eine Zeit, wo ausgesät wird, eine Zeit, wo es im Boden liegt. Und da sich die Marktteilnehmer natürlich möglichst lange absichern wollen, ne? Warum gibt es Futures, warum gibt es Optionen? Ja nicht für unsere Befriedigung der Spekulation, sondern weil es einen volkswirtschaftlichen Zweck hat, nämlich die Absicherung der Landwirte, der Produzenten, der Verarbeiter. Und deswegen gibt es genau die beiden Monate, bevor dann eigentlich wieder das neue Erntejahr beginnt, also vor der neuen Ernte, nämlich der Dezember und auch der März. Das sind die letzten beiden im Zyklus, wo die alte Ernte noch drin ist. Da wird quasi
möglich werden drei Verfallstage angeboten, damit eben die Händler sich lange absichern können. Ne? Damit die eben sagen können, okay, ich können besonders viel Absicherung vornehmen. Warum? Man weiß natürlich dann auch schon, wenn dann im Dezember ist oder wenn man jetzt im Januar, Februar ist, da macht man sich schon Gedanken dann über die nächste Ernte. Jetzt aktuell, das Video, wenn es hier aufgenommen wird, jetzt haben wir gerade Juni, da macht sich noch niemand Gedanken über die Ernte im Jahr 2018, ne? Sondern jetzt fokussiert man sich ganz stark auf die Ernte 2017. Aber zum Ende dieses Jahres dann, also im Dezember, November, Dezember 2017, wenn dann die neue Ernte, also das, was im nächsten Jahr kommt, schon im Boden liegt, wenn das schon ausgesät ist, dann machen sich die Händler schon wieder Gedanken und sagen, oh, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr absichern, ein bisschen weniger. Und deswegen sind das eben auch die Haupthandelsmonate. Und ihr seht also hier, ganz so einfach ist es dann nicht, sondern speziell bei den Rohstoffen ist es also hier etwas unterschiedlich. Und deswegen kann es jetzt sein, jetzt machen wir es nochmal ein bisschen komplizierter, ne? Das ist ja auch in diesem schönen Video, was wir da hatten, angesprochen worden, nämlich, dass wir also jetzt sagen, wir haben zum Beispiel jetzt eine November-Option, die bezieht sich auf den Dezember-Future, verfällt aber noch vor dem November im Oktober. Oktober ist der Verfallstag der Option, es ist eine November-Option und diese November-Option bezieht sich auf den Dezember. So, wem das jetzt alles zu kompliziert ist, ne, für den habe ich jetzt wieder drei Tipps, was ihr machen könnt. Nummer 1, ihr schaut euch das Video nochmal an und schreibt mir dann eure Fragen und Kommentare dazu hier unten rein. Dann kann ich das wieder ein bisschen aufgreifen und noch etwas mehr ausbauen. Zweitens, ihr schaut ganz einfach mal auf die Webseiten der Börsen, ne, weil gerade hier, wenn ihr da hier nehmt, ich habe ja mal, euch mal einen Ausschnitt auch der CME gemacht, also so ein Bildchen von der CME. Da könnt ihr das ganz genau sehen, da ist das alles sehr gut beschrieben, ne? Da kann man das gut nachvollziehen und da ist das alles nachlesbar auch. Naja, oder die dritte Möglichkeit, ihr kommt zu uns ins Coaching, gerade wenn in unserer Coachingstufe 2 handeln wir ja ausschließlich oder sehr, sehr viele Future-Optionen und da gehen wir natürlich auf diese ganzen Details dann auch ein. So, wir machen weiter mit unserer Serie What the F... Ich darf das Wort ja nicht sagen, ne? Wobei es hier nur FOP heißt, also What the FOP. Dürfte man eigentlich sagen, aber wer weiß, das sperrt mich vielleicht YouTube. Also deswegen sagen wir es nicht. Und beim nächsten Mal wieder ein Thema speziell zum Thema Future-Optionen, weil Future-Optionen ganz einfach wirklich viele, viele Vorteile gegenüber Aktienoptionen haben. Sie sind nicht besser, aber man kann einfach mehr mit ihnen machen. Ne? Und das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich... Okay, ihr kennt das Lied, aber nein, beim nächsten Video dann geht es weiter hier mit Future-Optionen. Also an dieser Stelle euch alles Gute, viel Erfolg, egal ob mit Aktienoptionen oder mit Future-Optionen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.